Wir sind vier Personen in der Familie, meine Frau und ich und unser Sohn Sebastian und unsere Tochter Gina. Wir sind alle hörbehindert. Damit zu leben, ist für uns ganz selbstverständlich. Wenn wir Besuch bekommen, können wir die Glocke nicht hören. Dann blitzt das Licht, auch wenn ein Fax kommt, gibt es ein Lichtsignal. Und wir stehen auch mit einem Lichtwecker auf. Auch Streit gibt es bei uns. Da wird ganz heftig gebärdet und wir setzen die Stimme ein. Das ist genauso wie bei Hörenden auch. Nur wenn die Kinder verschwinden, das ist ein Riesenproblem. Vor allem in Einkaufszentren. Denn wir können sie ja nicht rufen. Wir machen uns deshalb immer ganz klare Treffpunkte aus. Wir müssen viel schauen. Ich spiele Fußball, aber wenn der Schiedsrichter pfeift, höre ich das nicht. Das muss ich dann sehen. Ich habe noch Urlaub und dann nächsten Montag muss ich meine ganzen Sachen in die Schule bringen. Alles ganz normal.